Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute machen wir Pflaumenmarmelade. Dazu benötigen wir einen Topf, Pflaumen, Zucker und einen Mixer. Als erstes nehme ich mir einen Messbecher, gebe die Kerne aus der Pflaume hinaus und gebe die Masse hinein. So, wenn alles im Messbecher ist, zerkleine ich es mit einem Zerstampfer. Wenn das alles schön eine gleichmäßige Masse ist, geben wir das Ganze in einen Topf. Und kochen das Ganze auf. Immer schön rühren, dass es unten nicht kleben bleibt. Wenn das Ganze erhitzt ist und Blubberbäschen kommen, geben wir den Zucker hinein. Rühren es die ganze Zeit weiter. Nach 5 Minuten Rühren wird die Masse langsam härter und wird zur Marmelade. Aber immer schön weiter rühren. Wenn das Ganze eine schöne dickflüssige Masse ist, geben wir das Ganze in einen Glasbehälter hinein.
Lassen das Ganze abkühlen und wenn es abgekühlt ist, geben wir es im Kühlschrank. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf Gefällt mir und abonniert euch kostenlos auf unser Kanal. Bis zum nächsten Mal.